Es mag jetzt vielleicht für einige von euch etwas komisch sein, diesen Podcast anzuhören. Denn das, was ich hier sage, ist teilweise ziemlich crazy und abgefahren. Und wenn du jetzt noch nicht so sehr spirituell bist, ist es vielleicht besser, du hörst nicht weiter zu. Aber es ist deine Entscheidung. Und ich denke, es ist einfach jetzt mal an der Zeit, dass wir diese wichtigen Anzeichen der fünften Dimension gemeinsam anschauen. Denn es gibt viele Lichtarbeiter, welche sich über diese Antworten sehr freuen werden. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Kardinal und ich bin Bioenergietherapeutin, Autorin und Heilmedium. Ja, und jetzt möchte ich dich auch gleich mal fragen, wie geht es dir im Moment? Ist soweit alles okay? Oder fühlst du dich vielleicht in letzter Zeit nicht ganz auf der Höhe? Oder vielleicht fällt es dir schwer, dich in der Welt um dich herum zurechtzufinden? Wenn das so ist, ist es möglich, dass du bereits teilweise in die fünfte Dimension übergegangen bist. Die fünfte Dimension ist ein Ort, an dem alles aus Energie besteht und Zeit nicht existiert. Es kann sehr schwierig sein, zu erkennen, wann du in dieses neue Reich hinübergegangen bist. Aber es gibt einige Anzeichen, die darauf hinweisen, dass du dich dort bereits befinden könntest oder dass du manchmal dort bist. Also höre gut zu, denn in diesem Podcast werden wir einige wichtige Anzeichen besprechen, die zeigen, dass du dich bereits in der fünften Dimension befinden könntest. Das erste Anzeichen, dass du dich schon in der fünften Dimension befindest, ist, dass du dich nicht mehr mit deinem physischen Körper identifizierst. Du schaust vielleicht in den Spiegel und siehst einen physischen Körper, aber du identifizierst dich nicht mehr mit ihm. Das liegt daran, dass du erkannt hast, dass du so viel mehr bist als nur ein physischer Körper. Du bist ein unendliches Wesen aus Energie und Licht. Dies ist ein sehr wichtiger Schritt in deiner spirituellen Entwicklung. Dennoch solltest du deinen Körper lieben und achten, denn er gehört zu dir. Das zweite Zeichen ist, dass du nicht mehr so sehr an materiellen Besitztümern hängst. Du magst Besitz haben, aber du identifizierst dich nicht mit ihm. Du weißt, dass es nur Dinge sind und sie nicht bestimmen, wer du bist. Das ist ein sehr wichtiges Zeichen, denn es zeigt, dass du dich von der materiellen Welt gelöst hast. Und das ist notwendig, um in die höheren Dimensionen aufzusteigen. Das dritte Zeichen ist, dass du nicht mehr an deinen Emotionen hängst. Ich weiß, dass das sehr schwer ist. Du fühlst vielleicht die Emotionen, aber du identifizierst dich nicht mehr mit ihnen. Du weißt, dass Emotionen nur Energien sind, die sich bewegen und dass sie nicht bestimmen können, wer du bist. Das ist sehr, sehr schwer. Aber man kann es schaffen. Es ist also ein sehr wichtiges Zeichen, denn es zeigt, dass du emotional reif geworden bist, wenn du das geschafft hast. Denn das ist notwendig, um in die höheren Dimensionen aufzusteigen. Ein emotional reifer Mensch ist eher neutral als jemand, der an seinen Gefühlen hängt. Das ist eine sehr schwere Aufgabe für viele Menschen, denn wir sind von Geburt an darauf konditioniert, unsere Gefühle zu bewerten und wir tun dies unbewusst. Sobald du es aber geschafft hast, mehr oder weniger neutral zu sein am Anfang und später komplett neutral zu sein, wirst du es leichter haben, denn du regst dich nicht mehr so auf über die Dinge, die im Außen geschehen. Du bist mehr in deiner Mitte, ausgeglichen und stark. Das vierte Zeichen ist, dass du nicht mehr mit deinen Gedanken verbunden bist. Wie soll denn das jetzt gehen, magst du dich fragen. Du magst Gedanken haben, aber du identifizierst dich nicht mit ihnen. Du weißt, dass sie nur Energie sind, die sich bewegt und dass sie nicht bestimmen, wer du bist. Dies ist ein sehr wichtiges Zeichen, denn es zeigt, dass du dich spirituell entwickelst.
Ein spirituell entwickelter Mensch ist präsenter und mehr im Moment als jemand, der in seinen Gedanken gefangen ist. Das ist für viele Menschen eine sehr schwierige Aufgabe, denn wir sind von Geburt an darauf konditioniert, unseren Gedanken zu glauben. Wenn du es schaffst, präsenter zu sein, wird es dir leichter fallen, weil du dich nicht mehr so sehr in deinen Gedanken verlierst. Und du wirst dir des gegenwärtigen Moments bewusster sein. Dies gibt dir ganz viel Kraft und auch Neutralität. Das fünfte und letzte Zeichen ist, dass du dich nicht mehr an dein Ego gebunden fühlst. Du magst ein Ego haben, aber du identifizierst dich nicht mehr mit ihm. Du weißt, dass es nur ein Teil von dir ist und dass es nicht bestimmt, wer du bist. Du wirst mehr durch dein Herz handeln und sprechen. Deine Worte werden die Worte der Liebe sein und du wirst andere Menschen mit deinen Worten tief berühren. Das ist ein sehr wichtiges Zeichen, denn es zeigt, dass du spirituell erleuchtet bist. Sobald du spirituell erleuchtet bist, wird es für dich viel einfacher sein, in die höheren Dimensionen aufzusteigen. Und vielleicht bist du ja schon dort. Wenn du nun eines dieser Zeichen bereits an dir selbst bemerkt hast, ist es sehr wahrscheinlich, dass du beginnst, dich ab und zu in der fünften Dimension aufzuhalten. Denn je mehr du von diesen Anzeichen an dir selbst bemerkst, je mehr kann ich dir jetzt gratulieren. Denn es ist ganz klar, dass du dich bereits schon viele Momente in der fünften Dimension befandest und vielleicht sogar ganze Tage dort verbringst. Auf jeden Fall lohnt es sich zu üben und diese fünf Punkte sich immer wieder gedanklich vor Augen zu halten und an seiner eigenen spirituellen Entwicklung zu arbeiten. Dieser Podcast möchte gerne von dir geteilt werden, denn er enthält wichtige Informationen für die spirituelle Weiterentwicklung aller Menschen. Also schenke mir bitte ein Like und abonniere meinen Kanal, um weiterhin wichtige Podcasts zu erhalten. Ich danke dir sehr von Herzen.